Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Draugen. Edward zeichnet, aber das hat er jetzt lang genug gemacht, deswegen schauen wir uns doch einfach mal das Bild an, die Zeichnung. Er kann das echt gut. It's quite peaceful. If no one was around, I'd strip naked. The earth would delight in my bare feet. The wind would savor playing with my hair. Is that so? I don't know, I just like being naked. But not when you're around, teddy bear. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir, dankeschön. Dann schauen wir uns mal weiter um. Fredland Mining Company. Da stand sicher mal Fredland Brothers oder... Es waren ja ursprünglich beide Brüder und dann nur noch einer. Und sehr wahrscheinlich hat der verbliebene Bruder, der nicht ausgestiegen ist, kurz vor dem Unfall, dann einfach noch den Zusatz gestrichen. Und da ist der Laden, wo wir unser Glück versuchen können, ob wir heute reinkommen. How about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I survive? Hunt? Harvest? Forage? People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. I'd start with goats. Goats can be eaten and milked. Probably not in that order. Ich weiß nicht. Wir müssen die auch züchten, denn sonst haben wir bald keine Ziegen mehr. Was haben wir denn da? Telegraph, Fähre, außer. Fangen wir mit dem Aushang an. They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. Es ist eigentlich interessant, dass sie da geblieben sind, oder? What are you up to? Delighting in the little things. They're like dew. My heart is the morning. And it's refreshed by their presence. Where do these strange thoughts come from? Oh, you're a funny egg, old bean. Okay, eine Fähre, die aber nicht mehr fährt. Und ein Telegraph. Der Telegraph könnte uns weiterhelfen vielleicht. Wenn wir ein Telegramm schicken können. The ferry route is no longer operating. Rats! Mrs. Fretland already informed me in her letter. I know. Still warrants a resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here? 20? 30? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put their village on the map. A tobacco farming, maybe. Dorf, Telegraph, Reise. Seine Arme schmerzen noch immer von der Überquerung des Fjords. Diese Strapazen wird er so schnell nicht vergessen. Er bemitleidet das von der Außenwelt abgeschnittene Dorf. Gleichzeitig erkennt er Parallelen zu seiner eigenen Isolation von der Menschheit. They must have been so isolated, with no easy way in or out. Aren't there boats? If they're like the boats along the beach, they wouldn't get far. He saw how much work it was to cross the fjord. And if the weather is bad... It can't be healthy, being so isolated. Cooped up inside. Reading the collected works. Yeah, all right, I get it. This village is basically you, Teddy. I said, all right. Ich kann aber die anderen auch noch anwählen. Entschuldigung, ich... The ferry would have made the trip here much easier. And you wouldn't have had to pay that farmer a fortune to rent his boat. I had no choice. We should keep his boat, if it comes back. Bring it with us to Hanover. Do what with it exactly? I don't know. Grow parsley in it? Use it in the pond? Forget it, stupid idea. Mal gucken, ob hier zum Telegraph noch was steht. The telegraph is out of order. Well, there goes my plan. N-O-S-O-S. This was 2 years ago, but the notice is still up. How can it take 2 years to get something like that fixed? If they couldn't afford it? Or couldn't get anyone to come fix it? Well, this place really is off the map. Here be dragons. Or dragons, I guess. Oder es hat niemanden mehr interessiert, dass der Telegraph kaputt ist, weil sie alle schon auf dem Weg waren, hier wegzugehen.
Ein kleines Klohäuschen vielleicht oder ein Gartenschuppen? Vermutlich eher ein Schuppen. Na gut, versuchen wir mal, ob wir in den Laden reinschauen dürfen. Wobei erstmal hier. Fretland and Son. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. The older gentleman is clearly Mr. Fretland's twin brother. Twins are confusing. If this was a dime novel, they'd be switching places at some point to confuse the coppers. Damn you, twins! Simon muss sein Sohn gewesen sein. Simon Fretland. Frederick's son. And Johann's nephew. See, I'm getting the hang of this. Simon. Simon. That was the name in the burnt book. So Simon is Ruth's older cousin. Richtig. Und wenn wir solche Sachen nicht entdeckt hätten, dann würden wir darüber jetzt auch bestimmt nichts erfahren von dir, oder, Alice? Ah, alle Vorhänge sind zu. Ein bisschen kann man reinschauen. Aber man sieht, da sieht man so ein bisschen was. Mord. Steht da Mörder an der Wand? Any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe... Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Locks be damned? Breaking and entering, I will not. I'll just dislocate my shoulder. Aber da ist ein Rabe, der uns sehr, sehr nachdrücklich auf dieses Fenster aufmerksam macht. Schauen. Is that? Lizzie, come here. It's Betty's hat. She was here. She could still be in there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I know my sister's hat, Lizzie. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Sie hatte sowas von recht, dass wir in dem Moment, wo wir Betty da hinten sehen, über dieses Gatter springen. Du hattest recht. Aber ganz ehrlich, guck mal hier, da steht was. An der Wand, mit roter Farbe oder mit Blut geschrieben. Wir gehen gleich rein, ich möchte es nur vorhin öffnen. Okay, nicht öffnen. Das hier. Die Tür ist zu, oder? Genau, und wir können sie nicht aufbrechen. I need to get inside. If Betty's in there. Perhaps there's a back door or an open window. Wir haben übrigens, seht ihr das? Da oben ist eine Luke in der Decke. Keine Ahnung, ob wir sie später brauchen werden oder nicht. Wir wissen ja schon, welches Fenster offen ist. Aber ich wollte natürlich trotzdem wissen, ob wir durch irgendein anderes vielleicht noch irgendwas erreichen könnten. Aber da hinten ist das offene Fenster, wo man auch so ein bisschen diesen Schriftzug an der Wand sieht. Seht ihr das? Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. Okay. It won't budge. Nah, don't be a milk toast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Na gut. I can't believe I'm actually breaking... Whoops-a-daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Tut mir leid. Na komm, steh auf. Hallo, darf ich? Endlich. Seht ihr? Da. Mörder. Okay,
Ich hatte kurz gehofft, dass Alice uns vielleicht die Tür öffnet. Tanti, world traveler, cat burglar. A cat burglar would by definition enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward. I hope you weren't here when... Is this... blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Scheune vielleicht? Vielleicht Scheunenmörder, dass jemand einen anderen in einer Scheune umgebracht hat? Da können wir nicht rein. Zerbrochene Flaschen. Bingo! Alles klar. Und da ist das Bild zerrissen, wo man den anderen Bruder gesehen hätte. Barnmorde. Barn means child. And murder, that's... Child murder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Wow. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Gewisserweise hat sie recht. Kindermörder. Das ist schon nicht schön. Okay, wir schauen, was wir hier... Kommen wir hier rein? Da war ja der Hut drin in diesem Raum. Damnation. The hat's in here. Calm down, old boy. Anyway, how's the hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Klar, da hinten ist ja noch eine Türe. Es wird immer rätselhafter, ehrlich. Da ist eine Kinderzeichnung. Ein Kästchen. Das ist nicht der richtige Raum. Das ist der vorne gewesen. Nicht verschickte Post. Er bemerkt, dass da mindestens 10 Briefumschläge liegen. Alle sind frankiert, aber an diesem Ort gefangen. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Wer weiß. Wer weiß. Das sind aber wirklich viele. Ute Aftrift. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Das wäre tatsächlich denkbar. S. O. S. Hm? Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Ich glaube nicht, dass die Mahlzeit noch warm wäre, bis sie hier ankommt. Ah, Tessimon Franruth. Das haben wir ja in dem Buch schon. Also, durch das Buch wissen wir, das ist von Simon, oder von Simon, sag ich schon. Von Simon von Ruth, oder? Oder was andersrum? Für Simon von Ruth. Das wird es vermutlich gewesen sein. Es könnte ein Schlüsselkästchen sein. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. Schlüsselhaken. Da ist eine Pfeife. The keys are all gone. Some thieving thieves beat you to it. Rascals. Was steht da denn? Far Yakputze. Ich kann das nicht über. Ich weiß nicht, was da steht. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? Ich würde ja fast sagen, dass der Schlüssel in der Kasse ist, weil da sowas steht, was nach Kasse aussieht, aber. It's from Simon.
Jekputet Kassa. Ich guck erstmal, was Kassa heißt. Kassa? I don't know what that word means. Jai putet means I put. Nurkel is key. He put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. The note's addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere safer. Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. Kassa. Mikasa ist Sukasa, das wäre ja das Zuhause. Mein Heim ist dein Heim. Wegen Kasse und weil Verräter so ähnlich geklungen hat, denke ich ja an Kasse, aber... Kassa, da steht's doch. Kassa. So that's what it means. Cash register. Ja. The key's in the casa. Whatever that is. Don't look at me. Ist gar nicht so... Ist aber gar nicht so schlecht, ne? You're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Ich glaube nicht, dass wir das Geld nehmen werden, aber höchstens vielleicht bemerken, dass noch welches da ist. The Vandals weren't here for the money. I think money was the last thing on their minds. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Der wird uns also in diesen anderen Raum bringen. Okay, ich bin gespannt. Den sehe ich erst jetzt richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Menschenblut ist. Das ist bestimmt von irgendeinem Tier. Siehst du? Ein Hut. Und immer noch ist keiner in der Nähe. Na schön, was haben wir denn hier? It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure that's... Betty was here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here, that's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Ich will ja nicht sagen, aber da oben ist, ne? Aber erstmal den Brief hier. What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be. Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me. So I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth? Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means... the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it, and Johann never read it. Not that it would have made a difference, if Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this! That's the cliff! Right there! The one in the note?
I bet you a million clams. Where? See for yourself. Okay. I guess that could be where... Let's check it out! No, Lissy, wait. Ich möchte immer noch feststellen, da oben ist eine Luke. Und wenn ich der Vater von Simon wäre und dieser Mob würde kommen, um meinen Sohn zu holen, dann würde ich ihn eventuell durch diese Luke da klettern lassen, um ihn dort oben zu verstecken. Und zu dem Hut. Normalerweise würde ich auch sagen, also würde ich sie Alice sehen, es ist nur ein Hut. Wir wissen nicht, ob er tatsächlich Betty gehört, aber andererseits, was man auch nicht vergessen darf, das hier ist ein abgelegenes kleines Dörfchen. Vermutlich, der Hut war sehr wahrscheinlich zu der Zeit sehr modisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute hier so einen modischen Hut besessen hätten. Okay, dann gehen wir hier mal raus. Wir müssen ja nicht nochmal durch ein Fenster klettern. Okay, sie ist also schon... Was are you doing? This doesn't concern us. Ja, ja. Ich will ja auch wissen, was hier passiert ist. Wir haben ja, ich meine, wenn Betty hier war, als dieser Mob Simon... This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about this. Teddy. Komm schon, sei kein Spielverderber. Kletter da hoch. Nein, ernsthaft, wenn Betty hier war, als der wütende Mob Simon gelüncht hat, und falls sie Simon vielleicht einfach mochte, mit ihm befreundet war, oder was ist, wenn der Mob Simon nicht gefunden hat und einfach auf die nächstbeste Fremde losgegangen ist? What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward. Got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. Please look at me when I'm talking to you. Sorry. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Okay. Er bemerkt, dass die Blumen alle verwelkt sind. Und dass der Felsen, auf dem sie wohl... That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Nicht, wenn ihre Familie danach gegangen ist. Is that blood? A girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? Eine Puppe, aber ohne Kopf. Must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong on a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. Can you wait just 1 minute so that I can catch my breath? Huh. Ich glaube nicht, dass sie. Did you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Wie gesagt, es ist gut möglich, dass das Lösen dieses Falls um den Tod von Ruth und
was mit Simon passiert ist. Ich meine, so erfahren wir vielleicht, warum alle hier weg sind. Und wann genau. Und wenn Betty hier war, als das passiert ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zur selben Zeit entweder die Insel verlassen hat oder dass sie irgendwas zugestoßen ist. Clear beyond the edge of the world. One second. Oh, Teddy Bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean. Can you see where she fell? Seeing as you're so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Na gut. Ich will wirklich nicht, dass dir was passiert. Beim Heruntersehen wird ihm schwindelig. Sein Herz ist nicht erpicht auf Höhe. Der Stein wäre wahrscheinlich das Ende jeden Falls, denkt er. Certainly high enough to kill a child. If I had to go, this would be the way to do it. Soaring through the air like a bird. And landing like a rock. If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward! Honestly! You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still... You're still out there. Du glaubst doch nicht, dass Alice jetzt... Alice? Edward! Was mich ein bisschen stört... Der Kopf der Puppe war nicht da. Entweder die Puppe ist beim Sturz kaputt gegangen, dann wäre aber der Kopf sicher noch irgendwo da unten. Oder aber jemand... Lucy! Slow down! I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and breaking something. Lucy? Are you there? Alice? Oder jemand hat die Puppe vorher kaputt gemacht und dann vielleicht die Puppe an sich runtergeworfen. Und deswegen ist das kleine Mädchen hinterher. Teddy. My word. Look away, Lucy. Is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. This is just ghastly. What made him do this? How long has he been... From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Kutilgnik. In Richtung. Das könnte jetzt entweder sowas heißen wie Gott vergib mir, Gott richte mich. Oh je. Erstmal den Stuhl. Was he executed? He could have kicked the chair away himself. Und sich ein Schild umgehängt haben vorher? Irgendwie glaube ich das nicht. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. Your mother drowned Don't. Herself? Sorry. Der gehängte Ruth. Und unsere Mutter hat sich also umgebracht. Interessant. Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, no. And... This happened later. There's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace?
You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. This is... It's tragic, but really none of my concern. Betty, Betty, Betty. Always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Would you care then? Nein, yeah. All you do is obsess over a scarf and a hat and... Ugh! It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Natürlich. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Oh je. Aber sie hatte recht. Andererseits natürlich müsste das eigentlich jemand untersuchen. Aber wer würde hier schon herkommen? Bitte beweg dich nicht, Leiche. Bitte, bitte beweg dich nicht. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Wirklich? Okay. Oh, danke, dass uns das erspart wird. Ich glaube. Where are the Fretlins, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight. They're not coming back. Perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Mord oder Unfall? Mord. Er glaubt, dass die einfachste Lösung auf die richtige ist. Die Dorfbewohner glaubten, dass Simon Luz getötet hat. Also, nein, ich denke, es war. Vielleicht ein Unfall. Perhaps she fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. The boy could have pushed her. Aber warum? You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlins could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Danke, Alice. Dann versuchen wir doch mal, mit ihr zu reden. Aber wir können nicht. Okay. Wir werden es gleich nochmal versuchen. Ansonsten... I really thought I'd find Betty today. I told you not to get your hopes up, Edward. I mean, we just got here. It's a big place. She could be anywhere. It's just the thought of her alone out there. In the dark. She's a tough cookie, your Betty. Tougher than you, teddy bear. That she is. Na gut, dann gehen wir mal auf unser Sofa. Und ich würde sagen... Das war's dann auch für diesen Tag und für diese Folge. Ich sag schon mal vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich glaube, wir werden jetzt einfach nur noch schlafen gehen. Macht euch also noch ein... Hier ist übrigens gerade ganz, ganz furchtbar mit den FPS, wenn ich das mal so sagen darf. Die sind gerade unglaublich unten. Ich hoffe, das regelt sich dann wieder. Da ist unser Sofa... Ist damit noch irgendwas mit diesem Bild? Nee, wir können es uns einfach nur nochmal ansehen. Fotografie, Fretlins, Mina. Wir können uns hier doch nochmal umschauen. The mine must have been a big deal for Greywalk. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves. Before things took a turn.
Don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. So the brother who owns the store, Frederick, was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Das heißt, morgen werden wir sehr wahrscheinlich diesen Weg in die Mine gehen. Die kennen wir ja schon. These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing three people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. Wirklich nicht. Ich schau noch mal, was wir in dem anderen Zimmer hier vielleicht noch uns anschauen können. Das Buch. I almost forgot putting this aside when I lit the fire. Wasn't there an inscription inside? Simon. Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth, before... I imagine so. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Ehrlich gesagt, wegen dem Buch und der Zeichnung glaube ich nicht, dass es Mord war. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, wenn, dann war es ein wirklich tragischer Unfall. It's almost painful to look at this photograph now. Their whole world fell apart. Oh, I can't bear to think about it. Now that we know what happened to Ruth, this empty house is even spookier. It's a house, nothing more. You know better than most that souls can linger. Especially if they die. There's no such thing as a soul. Life force. Ghost. Whatever. You know exactly what I'm talking about. The only ghosts are in our minds. Says you. Do you think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do monstrous things. Aber warum hätte er ihr was tun sollen? Das frage ich mich halt. Warum hätte er das tun sollen? Hatte er einen Grund? Eigentlich hatte er doch keinen Grund. Wenn sie Freunde waren. Okay, hier ist nichts weiter. Warum hätte er ihr dann was tun sollen? I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Das werden wir. Wir werden es versuchen. Wir schauen uns hier noch mal kurz um. Den Schal, den Spiegel und dann gehen wir tatsächlich schlafen und beenden auch die Folge für heute. Platzieren wir erstmal den Hut. Da bauen wir uns langsam. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Okay. Vermutlich sehen wir auch so aus, huh? You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Na gut, wir gehen schlafen. Und wie gesagt, vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal bei Draugen wieder. Macht euch bis dahin einen flauschigen Tag. Bleibt sicher. Quite the day, huh? Ja. I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlins arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no... Hush now. Sleep. Macht euch noch einen flauschigen Tag und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye bye.